Beim diesjährigen Winterreifentest wurden vom ÖMTC und seinen Partnern jeweils 32 Modelle in zwei Dimensionen getestet. 225, 45 R17 für Kompaktfahrzeuge der unteren Mittelklasse und 205, 60 R16 für SUVs der unteren Mittelklasse. Alle Reifen wurden bezüglich Fahr- und Sicherheitseigenschaften sowie unter Komfort-, Wirtschaftlichkeits- und erstmalig beim Winterreifentest auch unter Nachhaltigkeitsaspekten beurteilt. Conti, Michelin, Goodyear, Dunlop können das halt offensichtlich einfach am besten Winterreifen bauen, weil sie halt sich in keinem einzigen Kriterium einen Ausrutscher erlauben. Ich muss aber dazu sagen, dass auch die asiatischen Reifenhersteller zunehmend aufschließen ins Mittelfeld. Also Hersteller wie Hankook oder Gitti, Gitti vor allem war bis vor Jahren niemandem ein Begriff, schaffen es immer wieder ins Mittelfeld. Also es ist jetzt nicht so, dass das so bleiben muss, aber derzeit schaut es eigentlich so aus, wie immer die großen Reifenhersteller landen im Spitzenfeld. Da man im mitteleuropäischen Winter öfter auf regennasser Fahrbahn als auf Schneefahrbahnen unterwegs ist, kommt den Bremswegetests auf nassem Asphalt natürlich eine besonders große Bedeutung zu. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Vor allem bei der Restgeschwindigkeit, bei einer Vollbremsung aus 80 km/h, gibt es enorme Unterschiede. Naja, in dem Fall 20 km/h zwischen dem besten Reifen auf Nässe und dem schlechtesten. Kurioserweise ist in dem Fall, also in der Dimension 225 war das, der Cormoran Snow, aber der beste auf Schnee gewesen. Also da sieht man, wie schwer das eigentlich ist. Und es gibt eben auch gar nicht allzu viele Reifenhersteller, die sich wirklich auf das Winterreifengeschäft konzentrieren. Wir haben ja im Sommerreifentest 50 Reifen gegenübergestellt. Beim Winterreifentest haben wir das gar nicht erst probiert. Deswegen sehen wir hier wieder klassisch die zwei Dimensionen, wie wir das auch so sonst auch machen, 205 und 225. Der Vorteil für die Konsumentinnen, die Bandbreite ist ganz einfach größer, die wir diesmal anbieten können. Und bei den Winterreifen in der Dimension 205 sieht man eh, dass trotzdem hier schon genug Schlechte dabei sind. Es gibt einfach hier nicht eine so große Auswahl wie bei Sommerreifen. In den Wintermonaten gibt es oft große Wetter- und Temperaturunterschiede. Kann ein Winterreifen alle diese Wetteranforderungen bewältigen oder muss ich beim Kauf Kompromisse machen? Also wenn ich keine Kompromisse eingehen will, dann nehme ich mir einen der Reifen aus dem Spitzenfeld. Die Note gut bedeutet nämlich, dass die überall gut sind. Also nicht nur in einem Kriterium, sondern in allen. Wenn ich bereit bin, Kompromisse einzugehen oder enttäuscht bin, dass diese vorderen Reifen eigentlich nirgendwo Spitzenwerte bringen, dann muss ich mich durchs Mittelfeld durchackern, mir wirklich die Ergebnistabelle anschauen und sehe dann sehr schön, aha, da gibt es einen, der ist bei Nässe besser, dafür halt bei Schnee nicht ganz so gut oder umgekehrt. Muss mir dann aber im Klaren sein, wenn ich jetzt einen tollen Reifen auf Schnee habe, dass der dann möglicherweise bei Nässe etwas auslässt. Das kann ich aber durch mein eigenes Fahrverhalten kompensieren und bin dann auch sicher unterwegs. Seit einem Jahr werden die Reifen auch nach Nachhaltigkeitsaspekten beurteilt. Wir haben ja heuer mit unserem 50-Jahr-Jubiläum ein komplett neues Testprogramm vorgestellt. Und da gibt es eben die beiden Säulen Sicherheit, da ist alles drin, was mit Fahren zu tun hat, und Umwelt, da ist alles drin, was mit Haltbarkeit, Gummiabrieb und auch Lärm zu tun hat. Dieses Kriterium wird jetzt auch beim Winterreifentest angewendet. Es kann natürlich nicht sein, dass jetzt ein Winterreifen, der hier top abschneidet im Umweltkriterium, den Testsieg erlangt, wenn er dafür dann auf Nässe versagt. So geht es nicht. Also Sicherheit geht vor. Man sieht aber am Ergebnis, dass die Reifenhersteller, die die Spitzenplätze belegen, hier durchaus nicht patzen und das Problem eigentlich durchaus in den Griff kriegen. Alle weiteren Informationen und die detaillierten Testergebnisse finden Sie wie immer auf unserer Homepage.